Unser Trabi, mein Papi, hat ihn geliebt. 11 Jahre darauf gewartet und dann hat er ihn gekriegt. Funkelnigelnagelneu, im Mackengrau. Nicht nur die Hunde sagten wow in unserem Plattenbau. Es war schon schön, einen Wagen zu haben. Lediglich der Wackeldackel konnte entertainen. Fuhren Trabi, den Morgen wurden gehen. Trabi, und fielen nicht mal auf. Wir fuhren Trabi. Anfahrt zum Ostmobil-Meeting Magdeburg, zwar nicht mit einem Trabant, sondern mit einem Wartburg. Unser Trabi war aus ganz besonderem Kunststoff. Das Oldtimer-Treffen mit dem Schwerpunkt des Automobilbaus des Ostblocks ist mittlerweile vielleicht besser als Oma bekannt, denn seit 1999 ist die Angerwiese im Elbauenpark nun schon der Schauplatz dieser Oldtimer-Messe. Diesmal hatte jedoch der Rasen unter der Trockenheit gelitten, sodass nur die Autos für farbige Akzente auf dem ansonsten braunen Grund sorgten. Doch da auch der für Samstag angesagte Regen ausblieb, wurde das Areal zumindest nicht noch durch Schlamm in Mitleidenschaft gezogen. 1999 zur Bundesgartenschau wurde dieses Treffen ins Leben gerufen und damals entstand auch der Name, der mittlerweile Programm ist. Das war 99, die Buga fragte an, also den Verein gab es schon 2 Jahre lang, also die IFA-Freunde Sachsen-Anhalt, und die Buga fragte, ob wir nicht irgendwas hier machen wollen. Und wir sind zu der Zeit schon zu den Trabant-Treffen gefahren und zu den Wartburg-Treffen und dann kam diese Anfrage und da haben wir uns überlegt, ja, Trabant-Treffen gibt es schon, Wartburg-Treffen gibt es. Was es aber nicht gibt, ist ein Treffen, wo einfach alle Fahrzeuge aus dem RGW sich versammeln. Und da dachten wir uns, naja Mensch, da müssen wir irgendwas machen, wo die irgendwie alle zusammenkommen. Und deswegen Ostmobil, Ostmobil-Meeting Magdeburg. Und deswegen kam das mit dieser Oma zustande. Ja, und so oft wie dieses Treffen nun schon stattgefunden hat, stellt sich natürlich die Frage, gibt es denn noch Neues zu berichten? Schließlich war das Angebot an Kraftfahrzeugen, die man in der DDR kaufen konnte, eher überschaubar. Auch wenn es nun nicht gar so wenige verschiedene Typen gab. Ob aus DDR-eigener Produktion, der Sowjetunion oder der GSSR. Und dann gab es natürlich auch noch Spezialisten, die besondere Fahrzeuge bauten, wie diesen Stadtrundfahrtbus mit Anhänger, der einst auf der Basis des Barkas B1000 gebaut wurde. Der ist aus Schwerin, wurde auch in Schwerin gebaut, fuhr bis vor 2 Jahren da. Es war erstmal ein ganz normaler Barkas, 2 Takte bis zur Wendezeit. Er ist 79 gebaut worden in Schwerin. Sein Zwilling ist 74 gebaut, der ist auch noch in Schwerin. Fuhr mit dem ganz normalen 2-Takt-Motor. Nach der Wende, aufgrund der Fahrgäste und Belästigung durch diesen 2-Takt-Qualm, wurde er dann auf 4-Takte. Hat den Barkas 4-Takt-Motor drin. Diesen VW-Motor, den es auch im Wartburg gab, im 1.3er. Wurde dann implantiert. Ganz alte Magdeburger erinnern sich vielleicht noch daran, auch durch unsere Stadt fuhr einst so ein Gespann. Allerdings war der bei uns als Minibus bezeichnete wohl oft mehr kaputt als fahrtüchtig und bei fehlenden Ersatzteilen stand er dann lange herum, ehe der Minibus wieder unterwegs war. Dieser Petermännchen-Express aus Schwerin wurde nach der Wende lange instand gehalten und besonderer Dank galt dem unerschrockenen Motoristen, der das Gefährt auf eigener Achse nach Magdeburg überführte. Immer eingedenk der Tatsache, dass dieses Spezialfahrzeug maximal 40 Kilometer pro Stunde fahren darf. Wenn ich alleine fahre, darf ich mit meinem alten Führerschein ganz normal bewegen. Ich darf halt nur keine Rundfahrten machen, weil ich noch keinen Busschein habe. Er würde schneller fahren, aber er darf nur 40, weil keine Gurte drin sind und wegen den Personen, die hinten drin sein könnten. Er würde schneller fahren. Also die 80 schafft er auch. Ja, und damit dürfte dieses Barkas-Gespann die absolute Seltenheit bei der diesjährigen Oma gewesen sein. Was sicher auch die Motivation des stolzen Eigners darstellte, sich so ein Kraftfahrzeug ans Bein zu binden. Denn wer kann schon von sich behaupten, ein Auto sein eigen zu nennen, das es nur noch 3-mal auf der ganzen Welt gibt. Und was wäre sonst die Motivation, überhaupt ein Auto oder Motorrad aus dem Osten besitzen zu wollen? Schließlich stehen einem ja heute alle Möglichkeiten offen, auch ein früher unerreichbares Westauto fahren zu können, statt Trabant, Wartburg und Co. Das ist ein treues Fahrzeug. Ich habe schon eine Limousine in der gleichen Bauweise gehabt, 10 Jahre zu DDR-Zeiten. Der hat mich bis am Werbelinsee geschafft, in Urlaub und überall. Ne? Aber du, selbst damals habe ich schon Ausschau gehalten auf ein Cabrio. Aber du hast nie ein Cabrio gesehen. Und das ist heute nicht groß anders. Also wir schätzen auch andere Oldtimer-Freunde, die das gleiche Auto haben.
höchstens 30 bis 50 Stück, die noch existieren. Das ist schon, es sind ja alleine nur 1329 gebaut. Sind, da bleibt hier nicht mal viel mehr. Ne? Warum B1000 kein VW? Ich stelle die Frage andersrum. Kumpels von mir, die haben alle Trabi Wartburg, sind größer als ich. Ich bin kleiner, ich habe einen B1000 und bin im Osten aufgewachsen, bin 87er Baujahr. Finde ich schöner. Vielleicht kann man so ausdrücken, nach 30 Jahren Westen relativiert sich vielleicht doch auch einiges. Und ja, da hängen natürlich inzwischen auch Erinnerungen. Also das sind so Lebenserinnerungen, so Rückblicke. Ja, ich bin jetzt im mittleren Alter. Ich kenne das noch so halb aus der Realität. Und ja, ich finde es einfach nach wie vor spannend. Das ist eine einfache Technik und doch relativ solide und robust. Hinzu käme vielleicht noch der Umstand, dass es relativ preisgünstig ist, einen Ost-Oldtimer zu fahren, weshalb auffällt, dass vermehrt junge Leute die Oldtimerei als Hobby für sich erkennen. Und oft kamen sie über die Schrauberei an Simson-Mopeds irgendwann zum Auto. Und das sollte dann auch eine DDR-Vergangenheit haben. Mit 13 Jahren angefangen habe mit Simson und seitdem ist es hängen geblieben. Und Trabi schon immer gesehen, fand ich immer cool. Und da dachte ich jetzt, habe ich mir auch dieses Jahr erst geholt, jetzt muss er kommen. SR1, es kam halt durch die SR2, die ich mir mal geholt habe, letztendlich letztes Jahr. Habe ich mir gedacht, so eine SR1 war natürlich auch noch was Schickes, der Vorgänger davon. Dann habe ich mal geguckt und habe die halt gefunden im Internet, habe es mir dann halt gekauft, mehr oder weniger. Es war halt ein Komplettpaket, es waren insgesamt 3 Mopeds. Da war noch eine S50, S51 dazu. Und da dachte ich mir, jetzt kann ich es mir noch leisten und billiger wird es nur auch nicht. Ja, das Interesse an den schön herausgeputzten Autos ist ungebrochen. Und die Veranstalter konnten feststellen, dass jedes Jahr neue, schön restaurierte Autos und Motorräder dazukommen. Warten doch immer noch genug Scheunenfunde auf ihre Entdeckung und Wiederbelebung. Und weil wir gerade bei Scheunenfunden waren, immer noch tauchen zu DDR-Zeiten gehortete Ersatzteile auf. Es werden aber auch noch neue produziert. Besonders Besitzer von Simson-Mopeds können darauf vertrauen. Und obwohl heute ein Großteil des Geschäfts über das Internet abgewickelt wird, das Stöbern in den Auslagen der Händler ist eben durch nichts zu ersetzen. Was bleibt als Fazit dieser 23. Oma? Die 24. folgt bestimmt im nächsten Jahr. Tausende Fans dieser Art der Mobilität können nicht irren.